Etwas Seltenes bringt heute Thomas Resch aus Trier mit zu Bares für Rares. Ein mit Menschenhaar verarbeitetes Schmuckstück. Also ich weiß von der Brosche, sie ist aus der Biedermeierzeit. Sie hat das Motiv einer dreidimensionalen Rose. Und zu dieser Zeit muss das eine handwerklich sehr hohe Kunst gewesen sein, so etwas herzustellen. Die Handwerkskunst beurteilen. Das ist jetzt Aufgabe von Dr. Heide Rezipa-Zabel. Du bist ganz sicher Heide. Das sind Haare. Das sind Haare? Ja, nebeneinander gelegte kleine Haarabschnitte. Und darüber ist sogar noch Haarpuder gestreut. Das hat man wirklich als Malmittel verwendet. Oder liegt das an deiner Lupe? Nein, nein, nein. Meine Lupe ist sauber. Ja, aber dann ist das ja im Prinzip eine Friseurbrosche. Nur wenn der Friseur verliebt oder traurig war. Bei solchen Stücken handelt es sich meist um Liebesgaben oder Gedenkbilder. Habe ich dir eigentlich den Herrn schon vorgestellt? Entschuldigung, wir waren so begeistert davon, als sie die direkt toll weggriff. Ne? Frau Dr. Heide Rezipa-Zabel. Thomas Resch, angenehm. Angenehm. Ja, Thomas, was du da mitgebracht hast, habe ich noch nie gesehen. Ja? Und ich wollte es ja auch gar nicht glauben, dass das wirklich Haare sind da drin. Wusstest du das? Ja, ich wusste das. Das ist also, die Brosche ist aus der Biedermeierzeit. Ja. Und sie ist dreidimensional, also eigentlich ihrer Zeit voraus, weil diese Handwerkskunst zu dieser Zeit eigentlich noch gar nicht beherrscht wurde. Das wird sie uns gleich erklären, da bin ich aber mir ich ganz sicher. Ja, ja. Der Fachfrau natürlich guck, nicht vorweggreifen. Hier ist es so, dass es natürlich einen Untergrund gibt, aber der ist nicht aus Haaren gemacht, sondern aus Papier. Es ist wirklich eine Papierarbeit, deren Blätter und einzelne Blüten und Stängelchen mit Haaren belegt sind oder gar bestreut sind mit Haarpuder. Also Haar wurde in kleine Abschnitte geschnitten oder eben zermahlen. Und somit sieht es ein wenig schmutzig aus, weil es sich löst. Der Untergrund ist einfach gefärbtes Glas mit Email beschichtet. Mhm. Aber darauf ist wirklich gestreut eben Haarpuder. Nochmal, um der Dreidimensionalität, der Greifbarkeit wirklich auch so Raum zu geben. Also, das ist ja eine unglaubliche Kunst, ne? Also ich bin da ich bin auch fasziniert. Ja, ja, meine Tante Kunst hat die früher, als ich noch Kind war, bei besonderen Familienanlässen getragen. Und ich habe da immer neugierig da drauf geguckt, was das denn alles ist. Es gibt nur ganz wenige Leute, die so etwas beherrscht haben. Also es gibt einen bekannten Namen. Es gibt einen bekannten Namen, der heißt Andreas Scherf aus Coburg. Das ist ein Name und das würde auch gut in diese Zeit passen. Coburg an der Lahn, oder? Ja. Es würde gut in die Zeit passen. Nach der Rahmung möchte ich das datieren auf 1830, 1840. Ui. Also Biedermeier, da lagen Sie vollkommen richtig. Wie viel Geld möchtest du denn hierfür haben? Also ich denke, unter 2000 Euro sollte sie nicht verkauft werden. Gut, dann hören wir uns doch jetzt mal an, was die liebe Frau Doktor sagt. Also da bin ich relativ sprachlos, muss ich wirklich sagen. Das ist ein utopischer Preis. Oh. So viel zum Wunsch. Nun zur Wirklichkeit. In dieser Größenordnung werden solche Broschen oder Anhänger, die man auch als Anhänger übrigens tragen kann, nicht gehandelt. Sondern? Ich denke, hier ein guter Preis würde hier bei 300 bis 400 Euro liegen. Aber 2000, das ist utopisch. Du hast mir jetzt gesagt, unter 2000 möchtest du sie nicht weggeben. Ich weiß es nicht. Also ich bin mir natürlich, bringt das, diese Einschätzung der Expertin das Ganze noch mal auf ein anderes Level, ein realistischeres Level. Mhm. Ja, weißt du, ich muss nämlich jetzt mal entscheiden. Und das ist immer ganz fies. Ja. Und zwar muss ich entscheiden, ob ich die Karte gebe. Wenn du jetzt sagst, du gibst sie unter 2000 nicht weg und meine Chefin sagt hier 400, dann bleibt die Karte in meiner Hose. Da geht die wieder da rein. Das wäre natürlich bitter. Ja. Also wenn ich mir die Experteneinschätzung zum Rate nehme, da meinem händlerischen Geschick noch etwas Positives zutraue. Würdest du sie weggeben? Würde ich, 400? Das ist eine wirklich da auch würde fasziniert. Ich noch mehr etwas vielleicht raushandeln. Deine Karte? Vielen Dank. Deine Brosche? Pass auf, dass die nicht aufgeht. Wenn da Föhn rankommt, sind die Haare weg. Das wollen wir ja nicht. Nee. Du, dir viel Spaß bei den Händlern. Ne? Vielen Dank. Du gibst sie weg. Für die Einschätzung. Guck mal da, der lange Gang lang, ganz hinten am Ende links, glaube ich. Also ich denke, dass man sich auf die Experteneinschätzung, auch wenn sie ernüchternd war, durchaus verlassen kann und die Brosche eventuell doch nicht so exklusiv ist, wie ich persönlich sie eingeschätzt habe. Die Exklusivität der Brosche ist
wohl ein entscheidendes Verkaufsargument für mich, das ich als Ausgangsbasis nehme, um zu verhandeln. Doch wie exklusiv unsere Händler die Brosche einschätzen, wird sich im Verhandlungsraum zeigen. Im Biedermeier waren haarige Einlegearbeiten jedenfalls sehr gefragt. Guten Tag. Guten Tag. Grüß Gott. Hallo, grüß Sie. Hallo. Das gemalt? Nee, das ist eine Reliefarbeit. Hat man gesagt, was das ist? Sind das Bernsteinblättchen? Es ist eine Brosche aus Haar. Aus Haar. Eingefasst in Gold aus der Biedermeierzeit. Sehr selten und exklusiv. Ja. Aus Haar. Das muss gucken. Das sah aus wie getrocknete Blumen. Ich dachte jetzt auch eher an Blumen. Da müssen wir hier eine Suche. Das. Also es ist Haar. Die Expertin hat das auch als solches festgestellt. Ja, aber das ist mit einem Harz ist das zusammengeht. Das haut nicht ganz hin. Also ich verstehe es noch nicht ganz. Ja. Das Haar wird natürlich mit einem natürlichen Bindemittel auf die Reliefarbeit zusammengehalten. Das sieht man. Es ist eindeutig eine Haararbeit. Da brauche ich nicht einmal Lupen dazu. Es sind lauter kleine Haare. Dann haben sie es geformt. Und wie, halten die Haare wahrscheinlich zusammen? Wahrscheinlich sind die auf einem Grundkörper festgeklebt. Das meine ich ja. Das Harz, das klebt ja, ne? Ja, ein bisschen und dann. Aber einigen wir uns drauf, es ist Original Biedermeier, es ist 14er Gold. Es ist eine Nadel und gleichzeitig kann man es als Anhänger verwenden, genau. Deswegen auch die Öse. Und verkaufen lässt sich sowas immer, das ist doch klar. Mich spricht halt überhaupt nicht so wirklich an. Das ist nicht schön. Also für meine Weine, also finde ich, das ist so. Also ich meine, kann man schon modern kombinieren. Also schlecht finde ich das jetzt nicht. Es wird eine Frage des Preises sein. Okay, was machen wir denn hier, Susanne? Abkaufen. Ja. Fangst du an oder Ladies first? Du darfst. Ich fange mal an und sag 400 Euro. Das ist okay. Das nehme ich auch erst einmal so hin. Gut. Damit trifft Susanne in Sachen Schätzpreis voll ins Schwarze. Gewünscht war allerdings viel mehr. Also auf mich braucht er nicht mehr warten, oder? Ich sag da nichts. Tja, die Fassung alleine ist wertvoll. Ich sag 4,20. 4,30? Das war klar, oder nicht? Na, also das geht entschieden in die Richtung zu wenig, weil der Goldpreis das Ganze schon übersteigt. Ja. Der Goldpreis? Massiv. Ich glaube nicht, dass hier viel so viel Gold dran ist. Dran. Was meinst du, 10 Gramm, 85er? Dann würdest du nichts haben. Noch nicht mal, ne? Jetzt muss noch etwas passieren. Sonst geht die Brosche zurück nach Trier. Also ich muss sagen, der Goldpreis ist entschieden mehr. Minimum 25 Gramm. Das wäre auch meine Einschätzung. Ja, so ist man. Nee, das doch. 200, nein, 25 Gramm, 30 Gramm. Massiv. Die Haut, das wiegt ja nicht viel. Also liege ich beim Goldpreis ungefähr 25 Gramm. Genau. Wenn das Teil 25 Gramm im Gesamten wiegt, dann hat es mindestens 30 Gramm Gold. Was? Nein, das Innenleben ist sehr schwer. Also alles wiegt 25 Gramm. Ja, die ganze Brosche. Aber das meiste macht diese Platte aus, die ist auch sehr dick. Also wo sind wir denn stehen geblieben jetzt? So, ich sag 450. 450. Es liegt noch weit unter meiner Vorstellung. Was heißt denn weit? Stellen Sie sich denn vor? Also über 1000 auf jeden Fall. Und ich denke, das ist dann eine Dimension, wo sie alle nicht bereit wären, dort mitzugehen. Ich glaube, dann müssen sie es wieder mitnehmen. Dann ist das so und das akzeptiere ich dann. Ja, es war ja ein Versuch wert, oder? Selbstverständlich. Also, okay. Bitte schön. Dann bedanke ich mich auch für Ihre sachliche Einschätzung. Wiederschauen. Also, tschüss. Schön, aber hochpreisig war das. Hochwertig. Hochpreisig. Und etwas zu teuer. Ja, hochpreisig, genau. Also ich war eigentlich überrascht, weil ich weiß, dass solche Broschen normalerweise mit 300 bis 400, 500 Euro gehandelt werden und der Herr wollte 1000 haben. Also ich glaube, manche Menschen haben einfach eine zu hohe Vorstellung. Also ich hatte das Gefühl, dass das bei den Händlern schon gut ankam und das Interesse auch da war. Ich verstehe aber auch, dass ein Händler
dass es immer einen Händler-Ankaufspreis und einen Händler-Verkaufspreis gibt. Und da muss schon eine entsprechende Marge dazwischen sein.